Das machen wir anders. Und zwar, wenn man hier reinkommt. Nochmal die. Da wächst schon wieder Gras hier. So, dann hat man hier eine Wand für ein zweites Zimmer. So. Und hier ist dann das Treppenhaus. Eins, zwei, drei. Dann fängt das hier an. So. Jetzt muss ich mir aber erstmal noch wieder einen Baum holen. Schneebeere. Ach, ich habe die hier drauf schon. Okay. Den setzen wir wieder hin. Den auch. Wir wissen ja, wie das ist mit der Nachhaltigkeit. Das kennt man ja. Ist ja überall Thema. So, dann holen wir uns direkt noch ein. Wir haben auch mehr gepflanzt schon. So. Und den holen wir uns auch noch. So. Ein Champignon. Kann man den so essen? Kann man nicht. Das ist ein Riesenproblem hier. Man hat jetzt so viel Kram. Die Beeren sind super. Die wachsen schon nach und so. Machen wir es mal alles voll. Da sollte das sein. Dann machen wir uns da noch so eine Abstellkammer. Nee, da ist die. Wir müssen noch eine hoch. Genau, weil ich hier gerne eine dreistöckige. So muss das sein. So, dann brauchen wir noch viel Holz. Aber da haben wir schon mal eine trockene Stelle jetzt. Okay, der darf da nicht hin. Sonst kommen wir da nicht mehr hoch. So, war nicht weiter schlimm. So. Eine Kiste hatte ich doch auch schon. Kommt hier die Kiste hin, so. Und die ist unser Essensvorrat. Da kommt nur Essen rein. Und hier haben wir gleich keine Kohle mehr. Schmeiß er die weg. Kohle. Fleisch. So. Das ist schon ein bisschen trocken hier. Das ist auch schön.
Und haben gleich vorgesorgt für eine zweite Etage. Schön. Sand habe ich 8 Mal, der kann dann auch gleich gebrannt werden. Mir fehlt Holz. Immer fehlt mir Holz. Gebratenes Schweinefleisch ist hell, ne? Ist auch richtig. Also. Das ist schon echt nice, dass die auch da so auf so Kleinigkeiten halt dann achten, ne? Oh, hier sind ganz viele von denen. Eichensetzling. Ja, bei den Pilzen setzen wir den nicht. Da wollen wir nicht runterfallen. So. Tiere sind hier auch genug. Jetzt habe ich natürlich hier oben ein bisschen zu wenig Bäume. Aber letztendlich, wenn ich jetzt das Dach drauf habe und dann so ein bisschen eine Tür noch und sowas alles, dann reicht das auch erstmal. Dann kann man das Bett aufstellen, dann können wir uns ein bisschen umschauen und dann können wir immer noch danach weiter Holz sammeln und das auch ausbauen weiter. Das müsste Eichenholz sein, ne? Ja. Weil wir müssen ja auch mal Eisen sammeln gehen dann und all sowas, um da auch mal weiterzukommen, ne? Wir sind ja immer noch im Modus hier. Der ist noch nicht fertig. Hier Steine, ne? Also. Ist aber in der Entwicklungsstufe, meine ich. Neandertaler. Ah, wenn man ein bisschen guckt, er sieht ja fast so aus, ne? Warte, wir können ja hier mal gucken. Neandertaler. Ich meine, er sieht besser aus als der Brennen, aber. Ja. Ja, und was ich ganz zu Beginn mal ansprach mit dem Seed, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Und zwar habe ich mir überlegt. Wenn ihr den Seed rausfindet, den ich benutzt habe, das ist ein Wort oder ein Satz oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es was Geschriebenes und keine Zahlenkombination, die niemand rausfinden kann oder so, sondern schon, ne, ich sag mal, sowas wie Gunther zum Beispiel. Oder Brennen ist doof oder irgendwie sowas. Und ich habe mir überlegt, wer den Seed rausfindet, der, ja, der bekommt dann was Schönes. Ihr schreibt einfach, ist eigentlich auch egal, unter welcher Folge. Unter irgendeiner Folge. Ich habe den Seed gefunden und dann Doppelpunkt und danach das, was er denkt, dass der Seed ist. Und wenn es richtig ist, dann ja, der Erste zumindest, der das richtig macht, der hat dann gewonnen. Und da werden wir uns noch was Schönes ausdenken, was er dann gewonnen hat. Also keine Ahnung, wie was, ein Spiel von Steam oder so vielleicht, irgendwas. Bis zu einem gewissen Preis natürlich, ne? Also ja nicht 100 Euro oder so, wir sind ja. Aber da finden wir auf jeden Fall was. Und wenn ich das überlegt habe, werde ich das auch in den nächsten Folgen, falls bis dahin noch keiner den Seed rausgefunden hat, das auch dann nochmal sagen. Nur ich bin ja immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie in der ersten Folge. Deswegen habe ich mir dann auch nicht so viel Gedanken zu gemacht, aber da kommt noch was. Vielleicht auch eine Nacht mit Brennen oder so. Mal gucken. So, Dach ist drauf. Wir sind im Trockenen. Wir ziehen die Wand hier fertig. Und haben gleich alles Holz verbraucht, was wir hatten. Echt ein guter Plan wieder. So, und hier hinten haben wir noch ein zweites. Hier haben wir ein Fenster, können wir durchgucken. Könnte man da auch machen vielleicht.
können wir auch lassen. So, drei Hühnchen haben wir. Dann machen wir 8-mal Glas hier. So, die Hühnchen kommen auch. Wir trennen das ein bisschen, ne? Da ist Fleisch. Und da ist vegetarisch. Auch Äpfel können wir zusammenpacken. Da ist Fleisch. Das ist Salz. Salz kommt auch in die Essenskiste. Und der Champignon auch. Das kommt in die Mitte, weil ich da nicht weiß, wofür es gut ist. Und ich wollte mal gucken, ob ich die Augen essen kann. Sollten wir nicht essen. So, und die Blumen. Die Blumen, die gehen mir eigentlich auf den Sack. So. Es hat aufgehört zu regnen, das ist auch schön. Das wollte ich nicht. Och nee. Oh. Die sollte dahin. Dahin. Orangenbeeren, die sollen hier oben bleiben. Die wollen wir ja schließlich auch wieder finden und essen. Das habe ich extra mitgenommen, weil ich nicht weiß, ob es gut ist. Das setzen wir dahin. Oh, das sind, ach, so viele habe ich da, ne? Ja, ist ja egal. Lass mal so weit. Oh, die kann ich übereinander setzen. Schön. Die Blumen, die, tschüss, Blumen. Die schmeißen wir weg. Schönfrucht. Da wird man schön von. Ist was für ein Burn. So. Fackeln sammeln wir auf. Die setzen wir ans Haus. Dann leuchten die wahrscheinlich ein bisschen weiter auch. So. Und da hinten ist auch noch eine. So. Jetzt gehen wir mal hier ran. So, da haben wir noch das Glas drin. Was so? So. 16 Glasfenster, oh, das ist aber noch nicht genug, denke ich. Die Wolle haben wir. Dann brauchen wir uns ein Bett. Das brauchen wir nämlich so. Eine Tür brauchen wir noch. So, das reicht, glaube ich, erstmal. Von draußen, glaube ich, ne? Genau. Also ich mag, dass das hier vorne bündig steht und hier drin ruhig die Kante hat. Das macht mir nichts, aber draußen bündig. So, Fenster. Fenster, Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Fenster. Das reicht leider nicht. Das ist natürlich auch super gewesen. So, Bett. Bett kommt erstmal hier hin. So. Und dann machen wir Haya, weil es dunkel ist. Und dann ist hell. Dann gehen wir Sand holen. Tür zumachen. Das ist Sand, sehr schön. So, wir holen hier unten den Sand weg. In der Strömung, so. Wir haben noch Erde. Das wieder. Das passt auch. Das auch. Den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Den sowieso. So. Und dann haben wir hier nichts hässlich gemacht und haben trotzdem genug Sand gekriegt. Wir haben aber nicht mehr genug Kohle.
Wachsen die Bäume eigentlich, wenn man schläft? Sieht gar nicht danach aus. Da unten sind. Boah, da unten, guck mal, was da Beeren wachsen und alles. Was ich noch gar nicht bekommen habe, wenn ich Gras abschlag. Die Samen, ne? Noch gar nichts. Also für Weizen anbauen und so ein Quatsch, ne? Ich dachte gerade, was wächst denn da oben auf dem Baum? Und da ist das ein Schweinearsch. Hui, da wachsen Schweinearsche. Ist eine tolle Aussicht hier. Da unten liegt was auf den Blättern drauf, ne? Gut. Wir sind hier, um zu arbeiten und nicht. Ach komm, du bist eigentlich zu schade. Du musst jetzt dran glauben. Guck mal, und setz den rauskriegen, dann setzen wir den gleich hier wieder hin. Da haben wir einen. Was habe ich hier jetzt noch? Weizengras. Da muss das Zeug doch rauskommen eigentlich. Gar nichts. Das ist komisch. Wo ist mein Haus? Ach da. Okay. Schon satt. Oh. Die Bäume wachsen. Doch. Der ist auch neu. Fast gar nicht, wollte ich sagen. Und die Dinger, die sind hier irgendwie 80 Meter hoch. Cool. Der Baum ist auch neu gewachsen. So. Die Tür natürlich immer aufgelassen. Komm, das reicht, sonst haben wir keine Kohle mehr. Mehr brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. So. Ich habe halt nur gerne Ordnung, ne? Und jetzt ist halt ordentlich jetzt. Und da oben, da müssen wir uns noch was hinbauen. Was mal ein paar Stickies. Geht das so? Das ist eine Leiter. Eine Leiter wollte ich nicht. Hör doch auf. So. Das. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht alles. Ich wollte so einen Zaun machen eigentlich, aber. Scheiße, wie war denn das? Wie gingen denn die Zäune, Mensch? Das war doch so, ne? Ich weiß nicht mehr. Aber wir können ja hier nachgucken.